Du möchtest den Teilnehmern deiner Veranstaltung deine PowerPoint-Präsentation inklusive einem von dir gesprochenen Kommentar zur Verfügung stellen? Mit Office 365 ist das direkt in PowerPoint möglich. Wie das funktioniert, zeige ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Wissensweltweb. Mein Name ist Martina Keglowitz und wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann klicke doch hier unten gleich mal auf Kanal abonnieren, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Ja, meist stellen wir ja unseren Teilnehmern einer Veranstaltung die PowerPoint-Präsentation im Nachgang entweder ausgedruckt oder als PDF zur Verfügung. Aber wäre es nicht viel nachhaltiger, wenn wir dieser Präsentation auch ein gesprochenes Kommentar hinzufügen könnten? So ein multimediales Handout kannst du direkt in PowerPoint erstellen. Mit Office 365 ist das ohne irgendeiner zusätzlichen Installation möglich. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt direkt bei mir auf dem Bildschirm. Ja, ich habe hier eine PowerPoint-Präsentation von mir geöffnet und diese Aufzeichnungsfunktion, die ist standardmäßig nicht im Menü angezeigt. Das müssen wir jetzt einmalig aktivieren, damit wir diese Aufzeichnungsfunktion künftig direkt in unserem Menü zur Verfügung haben. Und dazu klicken wir auf Datei, Optionen, Menüband anpassen. Und hier auf der rechten Seite scrollen wir ein bisschen runter bis zum Punkt Aufzeichnungen. Den wählen wir aus und klicken auf OK. Und jetzt sehen wir, dass wir hier direkt im Menü den Bereich Aufzeichnungen zur Verfügung haben. Das klicke ich an und jetzt kann ich hier sagen Bildschirmpräsentation aufzeichnen, ab aktueller Folie aufzeichnen. Es wird jetzt automatisch meine Webcam eingeblendet. Ich habe hier rechts die Möglichkeit, mein Mikrofon und meine Kamera auszuwählen. Ich kann die Kamera auch ausschalten und ich könnte auch das Mikrofon ausschalten. In diesem Fall lasse ich jetzt aber beide Funktionen mal aufgedreht. Das heißt, die Kamera und das Mikrofon sind eingeschaltet. Und um meine Aufzeichnung zu starten, klicke ich hier auf Aufzeichnen und ich habe dann noch 3 Sekunden Zeit, bevor die Aufzeichnung tatsächlich startet. Hier sehen wir den Countdown. Ja, und jetzt startet meine Aufzeichnung für diese PowerPoint-Präsentation. Ich kann hier durch die Folien klicken und meine Animationen, die Punkte, die erst bei Klick eingeblendet werden sollen, die funktionieren ganz genau so, als würde ich tatsächlich jetzt präsentieren. Das heißt, da ist jetzt von der Funktionsweise keine Veränderung. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit, hier einen Stift bzw. einen Textmarker zu verwenden. Ich könnte hier zum Beispiel einen Pfeil hinzuzeichnen, um auf ein besonders wichtiges Thema hinzuweisen. Ja, ich kann die Aufnahme beenden, indem ich hier auf Beenden klicke, kann sie hier dann direkt wiedergeben und wenn ich dieses Fenster hier schließe, dann sehe ich, dass hier jetzt mein Videobild und auch diese Markierung, die ich hier gesetzt habe, dass die jetzt in meiner Präsentation tatsächlich enthalten sind. Wenn ich das nicht möchte, könnte ich diese Dinge hier dann auch löschen. Aber ich möchte jetzt natürlich diese Präsentation weitergeben und sage als Bildschirmpräsentation speichern. Und wenn wir diese Präsentation jetzt öffnen, und zwar die PPSX-Datei, dann sehen wir, dass sofort hier die Präsentation aufgeht. Der Ton ist jetzt nur deswegen nicht zu hören, weil ich hier gerade zu diesem Video spreche, also Video im Video sozusagen. Also wir sehen, diese Präsentation, die läuft ganz automatisch ab. Und wenn wir jetzt noch einen Augenblick warten, dann sehen wir auch noch den Pfeil, den ich hier zu dieser Präsentation dann hinzugefügt habe.
Das heißt, das läuft wunderbar ab mit deinem Kommentar dazu und so kannst du ganz einfach deinen Teilnehmern ein Handout inklusive deinen Kommentaren dazu zur Verfügung stellen. Wenn du noch Fragen dazu hast, schreib mir gerne einen Kommentar. Ich wünsche dir noch einen großartigen Tag und freue mich, wenn wir uns vielleicht im nächsten Video schon wieder sehen.